hier bei diesem Projekt dabei, mal ja, reinzuschnuppern, wie das ist mit Schauspielerei und so. Bisschen bühnensicher. Ich mache ein bisschen Mucke, bin arbeitslos. Ja. Und ich hoffe, dass ich nicht mehr straffällig werde. Ich mache seit vielen Jahren Theater und seit vielen Jahren liebe ich Faust. Ältere Menschen, das bringt mir einfach Spaß, weil ich finde, es ist auch interessant, wie die das sehen und was die darüber denken und was für Erfahrungen die damit gemacht haben. Wir als Präventionsrat sind bemüht, in Sachen Kriminalprävention nicht nur Dinge aus polizeilicher Sicht zu steuern, sondern auch mal andere Perspektiven mit ins Spiel zu bringen. Zigeunerwesen, hab gar einen feinen Gesellen, den möchte ich euch, dem Fräulein, gern vorstellen. Das Thema Faust ist ganz interessant, hat mich schon mit einer bestimmten Rolle auseinandergesetzt, das ist der Mephisto, sozusagen der Teufel in der Rolle, weil der versucht mit seinen gestigen Mimiken das Publikum zu verzaubern. Dadurch, dass Zauberei mein Hobby ist, kann ich das damit auch gut verbinden. Wie gesagt, bin Aushilfe in einer Bowlingbahn ansonsten nebenbei und freue mich auf diese Runde, weil ich, glaube ich, mit vielen Leuten zusammenarbeiten werde, mit denen ich sonst nie Kontakt hätte und dadurch vielleicht auch neue Freundschaften schöpfen kann. Seit 10 Jahren zieht er herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Das heißt, er unterrichtet? Er verarscht. Sag mal so, ne? Genau wie hier, ne? Die eigentlich nur verkacken, die wissen gar nicht, was das Leben ist. Ne? Ja. Die tun es auch also, so, ich habe voll den Plan. Aber das Einzige, was man nun kann, sein kann, ist abgefuckt sein. Ne? So, genau. Und jetzt, Daniel, jetzt überleg mal. Jetzt macht er das 10 Jahre lang. Nee, geht kaputt. Ja. Der geht kaputt. Das ist das Problem von dem Faust. Das hast du richtig erkannt. Man geht kaputt. Ich wohne in Bremerhaven, bin hier auch in Nähe groß geworden. Hab gute Seiten gesehen, schlechte Seiten, viel gesehen und viel erlebt. Hab schon öfter mehrere Theaterprojekte gemacht, Rap-Auftritte, mach auch ein bisschen Musik. Und ich hoffe mir auch von diesem Projekt ein bisschen was über Goethe zu erfahren, da ich auch schon ein bisschen mit Goethe auch mich befasst habe, mit Herrn Kemner. Habe nun, Alter, Philosophie, Digga, Juristerei und Medizin, Digga, und leider auch Theologie durchaus studiert, Alter, mit heißem Bemühen, deine Mutter. Ich bin Martin, ich mache seit vielen Jahren Theater und seit vielen Jahren liebe ich Faust. Ich freue mich auf dieses Projekt. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich überhaupt nicht weiß, was passiert. Ich möchte mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, neue Wege finden, mich dem Text anzunähern. Und ich hoffe, dass das, was mir passiert ist, nachdem ich diesen Text so gehasst habe, dass ich ihn irgendwann geliebt habe, ich hoffe, dass das für mindestens die Hälfte der Beteiligten eintrifft. Okay, Faust. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Faust Reloaded. Faust neu auf die Bühne bringen. Junge, mit dem Gesetz in Konflikt geratene Menschen treffen auf Jugendliche aus bildungsaffinen Elternhäusern. Die Idee? Jugendliche finden gemeinsam mit Theaterprofis einen neuen Zugang zu Goethes Faust. Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Schichten sollen aufeinander treffen, voneinander profitieren, Erfahrungen teilen, sich respektieren lernen und vielleicht sogar Freunde werden. Kann das funktionieren? Wo du diese Gefühle transportierst und versuch das mit diesem Text, das kommt viel besser, das ist die viel bessere Methode. Durchaus studiert, mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie nie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre. Und dann hast du so vom Sprachgestus, also die Art und Weise, wie du sprichst, ne? Die hat so richtig Lee-Style, ne? Unterstrich. Der hast du einfach. Die Ursprungsidee war gut, doch letztlich nicht umsetzbar. Die Dramaturgin Alexandra Luise Gesch hatte eine Idee. Ich bin Alex Gesch und ich war Leiterin des Jugendtheaters im Pferdestall in Bremerhaven. Und ich habe vor 2 Jahren den Alten Club gegründet am Stadttheater. Alte Menschen, Senioren über 70, die mit mir Theater spielen. Und diese Gruppe habe ich eingeladen, zum Ende der Spielzeit sich auch meine Jugend- und Kinderclubs anzugucken. Und die Teilnehmer waren so begeistert. Wir haben ganz, ganz lange darüber gesprochen, was sie auf der Bühne von den Jungen gesehen haben. Und dann kam die Idee, lass uns bitte was mit denen zusammen machen. Schnelle Variante ist einfach abklatschen und zack. Ja, das ist also klatschen und zack. Martin, geht mal weiter.
Wir als Präventionsrat sind bemüht, in Sachen Kriminalprävention nicht nur Dinge aus polizeilicher Sicht zu steuern, sondern über die Akteure im Präventionsrat auch mal andere Perspektiven mit ins Spiel zu bringen. Da freut es uns natürlich besonders, wenn wir über künstlerische, theatrale Projekte dazu die Chance bekommen, um eben einen ganz anderen Ansatz zu verfolgen im Sinne der Kriminalprävention. Die Kombination verschiedener Generationen in Faust Reloaded überzeugte alle Beteiligten. Über Analyse, Gespräch und Improvisation wurde ein frischer Zugang zum alten Text gefunden. Ja, passt doch, klappt doch ganz gut. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielen der Hirte auf seiner Schalmei. La 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 la. Es tönen die Lieder. Ganz jungen Leuten zu arbeiten, da muss ich sagen, habe ich einen enormen Nachholbedarf gehabt und habe gelernt. Ich bin so schüchtern. Nein, wieso schüchtern? Du kommst rein und setzt erstmal ein strahlendes Lächeln auf. Was, Dino? Nicht? Wie man das so früher gemacht hat. Ach, du meinst so ungefähr wie beim Chinesen? Oder? Nein, nicht ganz so tief. Ganz tief. Ich bin zwar immer bemüht gewesen, habe selber auch Kinder und viel mit Kindern zu tun gehabt, sie ernst zu nehmen. Und habe mich auch bemüht, nicht immer zu sagen, ja, früher haben wir und so weiter. Und so habe ich eigentlich auch meine Söhne erzogen. Aber ich habe auch gelernt, noch wesentlich toleranter zu sein und aus meinem Erfahrungsschatz natürlich auch einiges, da kann ich jetzt etwas mehr dazu beitragen. Die Hauptsache ist, dass wir uns respektieren und das hat sich auch in der Gruppe gezeigt. Wir haben sehr viel diskutiert, voneinander gelernt. Und wir haben philosophiert und da haben sich für mich ganz neue Gebiete und Gewohnheiten aufgetan. Ich bin heute aufgeschlossen. Ich habe schon immer so viel Muskellack auf einmal. Ich brauche ja auch so die Frage, oder was Lydia eben gerade sagt, oder dieser, ja, was für einen Sinn hat das Leben eigentlich? Was für einen Sinn hat es denn? Das würde ich euch gerne mal fragen. Ich würde den Sinn des Lebens in der Selbstverwirklichung sehen. Ich glaube, dass man selbst halt mit sich zufrieden sein sollte später. Ja, bei mir ist es so, ich dachte gerade eben, dass der Sinn des Lebens sich immer wandelt im Laufe der Zeit. Für mich macht das Leben einen Sinn, anderen Leuten was zu geben. Das habe ich schon immer gern gemacht. In den letzten Jahren so Thema war eine gewisse Pflichterfüllung. Über die Anbindung an die eigene Lebenserfahrung aller Beteiligten wurden die Texte erfahrbar gemacht. Zudem schaffte der Austausch Vertrauen und Verbundenheit in der Gruppe, was wiederum das Theaterspielen befruchtete. Für mich ist es wichtig, dass ich Familie habe und dass viele Menschen um mich herum. Also ich könnte niemals alleine sein oder so. Und ich finde es auch wichtig, dass man glücklich und fröhlich ist. Die Dinge, die ich mache, möchte ich voll und ganz tun. Das Leben an sich ist ein Sinn. Also, ne, Leben will leben. Es ist immer besser, miteinander zu sprechen als übereinander. Und gerade in diesen Prozessen, das hat man sowohl in den Proben, also in der Vorbereitung des Projektes gespürt, als auch in der Vorstellung, dass es da tatsächlich zu Verbindung gekommen ist. Also weit über die normale Kommunikation hinaus. Man versteht sich. Und das ist eine der Zielsetzungen, die wir mit diesem Projekt erreichen wollten. Ich mag es halt, wenn ich auf der Bühne bin, wenn ich sozusagen im Mittelpunkt stehe, also jetzt privat mag ich das nicht so gerne, aber auf der Bühne
finde ich schon toll, wenn mir jeder zuhört und ich dann später Applaus für das bekomme, was ich mache und ja, einfach die Leute damit begeistern. Überhaupt, du wirst es nicht glauben, unfucking fassbar, wie hohl ein Mensch sein kann. Oh mein Gott. Ich weiß von nichts. Ich weiß nicht von Also, hast du nichts von Bärbchen gehört? Kein Wort. Ich komme gar wenig unter Leute. Gewiss. Sibylle sagt's mir heute. Die hat sich endlich auch betört. Das, das ist das Tun. Wieso? Es stinkt. Sie füttert zwei, wenn sie nun isst und trägt. Ich habe Lust, mit älteren Menschen zu arbeiten, weil ich auch gerne mit meinen Großeltern zusammen bin und ich liebe die einfach. Also die sind wirklich alles für mich und deswegen, ich weiß nicht, ältere Menschen, das bringt mir einfach Spaß, weil ich finde, es ist auch interessant, wie die das sehen und was die darüber denken und was für Erfahrungen die damit gemacht haben. Vielleicht haben die es ja in ihrer Schulzeit verstanden, nicht so wie ich. Liebe und Mai, das gehört einfach zusammen. Und wie viele junge Leute haben sich wohl im Mai schon verliebt, das Ja-Wort gegeben, sind wieder auseinandergelaufen, haben viel Herzeleid hinterlassen, viel, viel Herzeleid. Und manchmal dauert das Leid länger an als die Liebe, leider. Aber ohne Liebe möchte keiner leben. Es gibt natürlich altersbedingt Vorlieben, welche Rollen ich wahnsinnig gern spielen würde. Ich will mal nicht im Anfang anfangen. Natürlich hätte jeder gern, ob Männlein oder Weiblein, den Faust gespielt. Hinterher vielleicht eigentlich das Gretchen. Und dann bin ich so langsam umgestiegen auf Hexe. Und heute würde mich ganz wahnsinnig die Frau Marthe interessieren. Aber da bin ich auch schon dahinter, dass die eigentlich auch gar nicht nur einfach böse ist, sondern dass da ein Schicksal hintersteht. Ich war immer eine brave, treue Frau. Ich habe ihm Kinder geschenkt. Warum? Übertreibst du da nicht ein bisschen? Warum hat er mich verlassen? Und vor allen Dingen, für wen hat er mich verlassen? Ich habe ihn verwöhnt in der Liebe. Ich habe ihn verwöhnt im Kochen. Ich habe die Kinder gekriegt. Und jetzt hat er vielleicht ein bisschen Pflichtgefühl. Jetzt haut er ab, der Kerl. So, und übergeben? Naja, so richtig schön war es ja auch nicht. Das ist ja auch so ein bisschen schön gemacht. Man will ja auch nicht so zugeben, dass man ein ganz beschissenes Leben geführt hat. Ganz toll, finde ich fantastisch. Aber für die Marthe könnten wir, glaube ich, naja, ne? Das sagt sich so leicht, ne? Paff, so richtig dagegen setzen, ne? Der Schelm, der Dieb an mir und meinen Kindern. Nicht alles Elend, alle Qual, konnte nicht sein schändlich Leben hindern. Na gut, dafür ist er nun tot. Bin ich nun traurig oder bin ich froh, nun endlich frei zu sein für ein Leben? Ohne gesellschaftliche Zwänge. Aber dafür benötige ich dringend den Totenschein. Und ich werde alles daran setzen, diesen zu erlangen, koste es, was es wolle. Was ist es, was die Ehe zusammenhält? Ist es die Liebe? Ist es das Geld? Lieb allein reicht nicht aus. Sie geht ganz flugs wieder aus dem Haus. Aus der Gruppe der straffälligen jungen Menschen blieb nur ein einziger Teilnehmer dem Projekt erhalten. Klausuren, Hausaufgaben, Gerichtsverhandlungen oder gar eine anzutretende Gefängnisstrafe überforderten dann doch den ein oder anderen. Mit Bedauern schieden einige Teilnehmer aus dem Projekt aus. Ich möchte,
dass jeder diesen Text mal zur Brust nimmt. Und jede von euch sucht sich jetzt einen Satz, einen Teil aus, der ihn oder sie persönlich am meisten anspricht, ja? Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, mein Arm und Geleit euch anzutragen? Mein schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit euch anzutragen? Sein hoher Gang, seine edle Gestalt. Seines Mundes Lächeln, seine Augen Gewalt. Mein schönes Fräulein, darf ich fragen? Nur gut, Junge, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und führ ihn, Freundchen, kannst du ihn erfassen auf meinem Wege, auf deinem Wege mit herab. Und steh beschämt, wenn du erkennen musst, du bist hier das Opfer. Weh! Steck ich in dem Kerker noch, verfluchtes dunkles Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trübt durch gemalte Schatten. Das war nicht. Ich glaube, es bedarf wirklich eines ganz ausgesprochenen Durchhaltevermögens, so etwas zu schaffen. Insofern gebührt mein voller Respekt demjenigen, der es geschafft hat. Das muss man absolut sagen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der in dieser Situation dann irgendwann für sich selber eine Überforderung feststellt oder vielleicht auch feststellt, dass das doch nicht ganz sein Thema ist. Das eine ist, am Ball zu bleiben, um zum Beispiel Texte auswendig zu lernen. Da hätte ich persönlich auch Probleme damit. Das andere ist natürlich die Kommunikation in der Gruppe. Ich bin der festen Überzeugung, dass es oftmals eben an Ersterem gescheitert ist und nicht an Zweiten. So, und an der Stelle muss man einfach sagen, das ist für uns etwas, das können wir durchaus hinnehmen, weil das nachvollziehbar ist. Schlimmer wäre es gewesen, wenn es an der anderen Stelle gehapert hätte. Dass Leute Lust kriegen und mitmachen. Ne? Das finde ich gut. So. Sie können uns ja auch einfach sagen, okay, beim nächsten Stück, jetzt setzen sich 1, 2, 3, 4 Leute, 5 Leute meinetwegen, irgendwie zwischen den anderen Gästen an. Und auf einmal fangen diese 5 Leute an, dieses Stück einfach hinzustellen, nehmen das Buch und fangen an, diese Strophe zu singen. Und dann versucht man einfach, dieses Licht geht an und die anderen Leute werden auch animiert vielleicht dadurch, durch diesen Spot. Dass man einfach Leute. Der Premierentermin rückt näher, die Proben gingen in die entscheidende Phase. Der Aufführungsort, die Kulturkirche in Leer, wurde festgelegt. Es wurde täglich an Abläufen gefeilt, die Kostüme und Requisiten kamen hinzu, die letzten Texte wurden dann doch noch auswendig gelernt und immer wieder geprobt. Es war ein Freitag, ich war schon gut voll. Sah dich dort sitzen und fand dich ganz toll. Ein ganzes Rudel Männer um dich rum. Ich ließ sie quatschen und lachte nur stumm. Doch wenn das Herz ins Gehirn erwacht, wird das Hirn schnell ausgemacht. Wie vertrocknete Wasser, gib mir Licht, dann erblüh ich nur für dich. Du wirst das Frühlingsfarben sehen und ich werd nie mehr von dir gehen.
Das fertige Theaterstück ist ein wichtiger Höhepunkt und das Ziel. Entscheidend aber ist der Prozess, die Gruppe und die Entwicklung. Ach Gott, Herr. Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst, Alter, und fragst, Digger, wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem. Verzeih, Opa, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhüllt. Auf der Erde ewig dir nichts recht. Prozess bis hin zur Vorführung des Stückes, was fantastisch war in der Kirche, davon mal abgesehen, aber dass der Prozess natürlich viel wichtiger ist, weil die Dinge, die wir über die Prävention erreichen wollen, die bestehen ja nicht darin, ein tolles Theaterstück aufzuführen, sondern die bestehen darin, dass sich eben diese unterschiedlichen Generationen miteinander unterhalten, miteinander versuchen, etwas auf die Beine zu stellen und eben da teilweise auch auf Probleme stoßen, natürlich, aber dann eben auch unter professioneller Anleitung es schaffen, diese Probleme zu überwinden und als letztendlich Kirsche auf den Sahnehäubchen hinterher noch ein ganz fantastisches Stück auf die Bühne bringen. Habe nun ach. Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie, durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Dass dieses generationenübergreifende noch dazugekommen ist, das war für uns quasi sowas wie ein Bonus. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass das wirklich fantastisch war, weil diejenigen, die das Stück aufgeführt haben und geprobt haben, dadurch natürlich für sich persönlich sehr viel mitnehmen konnten. Aber es natürlich auch hinterher in der Umsetzung auf der Bühne ganz toll gewirkt hat. Allein das in der Kommunikation mit den Jugendlichen, was er beide Seiten beflügelt, was er beide Seiten wirklich, wo beide Seiten ihren Mehrwert daraus ziehen können. Mehr können wir uns als Präventionsrat ja gar nicht wünschen. Die Kunst ist lang, nur das Leben ist gut. Ich sage Dank und bin so froh, in diesem Zirkel hier tätig sein zu dürfen. Die Kunst ist lang, das Leben ist zu kurz. Als kleines Mädchen hatte ich den Traum, Schauspielerin zu werden. Es ist ein Traum geblieben. Und als ich jetzt die Gelegenheit hatte, hier mitzumachen, habe ich das ergriffen und ich bin sehr froh, in dieser schönen Runde dabei sein zu dürfen. Die Kunst ist lang und kurz ist das Leben. Ich bin hier, weil ich immer ein bisschen neugierig bleiben möchte, weil das mein Grundbedürfnis ist. Und weil es so schön war mit diesen wunderbaren Theaterpädagogen, die uns so viel gegeben haben. Und ich bin ganz glücklich darüber. Ich bin hier, weil ich gerne Theater spiele. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, Faust, voll langweilig. Und als wir dann die Texte bekommen haben, habe ich auch gedacht, Halleluja, Svenja Kessler. Aber dann, also mittlerweile finde ich es echt spannend und auch cool. Und es bringt mir sehr viel Spaß. Ich habe noch nie in meinem Leben Theater gespielt und Faust kannte ich nur annähernd. Und dann haben mich die alten Worte berührt und vor allem deren Inhalt. Ich bin auch etwas zufällig hierher geraten und Faust hat mich eigentlich noch nie so richtig angemacht. Aber dieses Theaterspiel, das fand ich ganz wunderbar. Und diese Gemeinschaft und wie das zusammengewachsen ist mit diesen verschiedenen, unterschiedlichen Leuten, hätte ich mir so gar nicht vorstellen können. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich dachte erst, oh, wie furchtbar, wir spielen Faust. Allein schon diese Sprache, da hatte ich eine panische Angst vor. Und das Erste, was ich auswendig gelernt hatte, das war Gretchen am Spinnrad. Und da war ich irgendwie ganz stolz. Ich habe gedacht, ganz toll, ich mache da doch mit. Und ich habe als Schülerin nichts Höheres und Heiligeres gesehen als unsere Klassiker. Wenn mir jemand gesagt hätte, ich würde irgendwann
den Faust zerpflücken und auf andere Art auf die Bühne bringen und dabei mitwirken, hätte ich das nicht geglaubt. Aber ich kann jedem empfehlen, der so alt ist wie ich oder so alt werden möchte, uns das nachzumachen, das ist so eine tolle Gemeinschaft und so ein unglaubliches Erlebnis, hier mitgewirkt zu haben. Die Kunst ist lang, doch kurz ist unser Leben. Die Kunst ist lang, doch kurz ist unser Leben. Doch bin ich jung genug, nach mehr zu streben. Sehr schön. Auch ich wollte schon als Schülerin gerne einmal auf der Bühne stehen. Und dieser Traum hat mich eigentlich mein Leben lang erfüllt. Und dass es jetzt Wirklichkeit geworden ist, das finde ich wunderschön. Aber er wäre ja nie Wirklichkeit geworden, dieser Traum, wenn wir nicht so engagierte Leiter gehabt hätten, die uns immer wieder motiviert haben, die geduldig waren und die uns auch zeigten, wie viel Freude sie an dem Ganzen haben. Seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, mein Arm und Geleit euch anzuhören. Mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Die ganze Welt ist mir vergällt.